Hallo, wir sind hier 23. Wir sind in der auf dem alten Industriehof in der Kanalstraße die Leiche von Thomas Thiele gefunden. Der Mann wurde durch zwei Schüsse aus unmittelbarer Nähe getötet. Patronen sind sichergestellt? 19 mm, Kaliber 9 mm. Schusswaffenerkennungsdienst? Liegt noch nichts vor. Thieles Wagen wurde wenige Meter vom Fundort der Leiche entdeckt. Der Wagen wurde kriminaltechnisch behandelt? DNA-Spuren, Textilfasern, Fingerabdruck. Gänseblümchen. Ein wunderschöner Apfelbaum auf einer grünen Wiese. Ganz fest und stark. Apfelbaum, Apfelbaum, Gänseblümchen. Noch mehr Gänseblümchen. Gegen einen alten Bekannten. Der Mann, den wir suchen, ist Apfelbaum. Sven Petzold. Ein Mann, der offenbar entschlossen ist, sich an den beiden Menschen zu rächen, die seinerseits als Hauptbelastungszeugen im Prozess ausgesagt haben. Kann ich Ihnen helfen? Petzold hat zuletzt wegen schweren Raubes 8 Jahre gesessen. Er wurde vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen und ist sofort untergetaucht. 2,50 bitte. Sagen Sie Ihre Chefin, die Frau Hollmann? Ja. Ist die gar nicht mehr hier? Die zweite Hauptbelastungszeugin war Petzolds ehemalige Freundin, Marion Hollmann. Für die Frau besteht keine unmittelbare Gefahr. Sie ist vor 6 Jahren nach Neuseeland ausgewandert. Petzold weiß zum Glück nicht, wo sich seine Ex-Freundin heute aufhält. Die Frau Hollmann, die kommt gleich wieder. Die ist nur kurz einkaufen gefahren. Bitte. Danke. Und wieso erfahre ich das erst jetzt? Leute, wir haben eine vollkommen neue Lage. Marion Hollmann ist bereits vor 2 Jahren aus Neuseeland zurückgekehrt. Und sie hat genau den Laden wieder übernommen, den sie jahrelang zuvor geführt hat. Rolf, du fährst mit Alex. Klaus, du bleibst bei mir. Und Leute, seid vorsichtig. Der Mann ist gefährlich. Wir haben schon ein paar Mal festgenommen. So, dann wollen wir mal alles schön wieder zusammenlegen. Die 1 gehört vor die 4. Das gehört alles in die Fotoakte. Das gehört in die Spurenakte. Wo ist der Beweismittelordner? Ach, hier. Ich will Mittagessen. Ich rufe. Einmal die 1, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Guten Appetit. Einmal die 2. Dankeschön. Bitte schön. Robert, ich bitte dich. Guten Appetit. Guck mal, der Umgang mit den Kollegen, der setzt dich einfach viel zu sehr unter Druck. Du bist doch psychisch gesehen schon ein Wrack. Ich meine, man kann auch sagen, kaputt. Aber wieso? Ich liebe meine Arbeit. Hey, Mordkommission? Hör bloß auf, ich bin... Das ist Königsdisziplin. Robert, ich bitte dich, Mann. Das ist doch wirklich, ich meine, du bist doch wirklich auch nicht der Typ, der jetzt mit der Wumme rumläuft und hier groß einen auf Action macht und so weiter. Ich würde schon gerne mal mit den anderen rausfahren, aber wenn ich nur dran denke, dann kommt wieder diese Angst. Aber ich habe mich beworben. In deinem Alter. Wenn Hoff ein gutes Wort für mich einlegt und ich das Auswahlverfahren überstehe, dann kann ich mich zum Profiler ausbilden lassen. Du! Wie ein Traum. Ich weiß nicht, also ich bin ja bei der Leistungserschleichung auch sehr zufrieden. Komm doch zu uns, Robert. Wir können immer noch einen gebrauchen. Wir sind zurück. Und wie ist es gelaufen? Zeugin haben wir in letzter Minute gerettet. Petzold ist uns entwischt. Zeugin ist jetzt in einer Dienstwohnung. Haben wir durchs halbe Viertel gejagt. Der Chef wäre beinahe über den Haufen gefahren worden. Ja. Um ein Haar, jetzt bin ich voll gerissen. Robert, hast du es wieder am Rücken? Ja, ich hab mich da nach so einem Beweismittelordner gebückt und da hat es mich sowas von voll gerissen. Aha. Gut. Als Schriftstellerin erzähle ich von dem großen Moment der Liebe und den dramatischen Verwicklungen, die dieser Moment auslöst. Wechselspiele der Liebe habe ich den Roman deshalb auch genannt. So. Das wär's dann. Bitte. Hm? Ja, sehr schön. Es ist dieser
kleine magische große Moment. Man sieht einander in die Augen und sieht im selben Moment doch noch viel mehr als nur die Augen. Es ist der Moment, in dem das Leben sich verändert. Man spürt das ganz genau. Es ist angsteinflößend und zugleich aufregend, beunruhigend und verlockend. Das macht 29,90. Ich bin nur drauf gekommen, weil Sie sagten, dass Sie für einen Verlag arbeiten. Und da dachte ich, pack die Gelegenheit mal beim Schopfe. Das Wechselgeld. Bitte schön. Ja, stimmt zu. Ich habe das Manuskript dabei. Wenn Sie mögen, lesen Sie es mal und sagen mir, was Sie davon halten. Ob das, was ich mache, überhaupt eine Chance hat auf dem Buchmarkt. Ja, das mache ich gerne. Ja? Hier ist das. Ja, ich werde es gleich heute lesen. Ja, das ist großartig. Danke. Kommen Sie doch morgen früh zu mir ins Hotel Nordstern. Da können wir zusammen frühstücken. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Ein Stück mitnehmen? Giselle hat diese Woche den Wagen. Ja, steig ruhig ein. Nur bis zur S-Bahn, ne? Ja, Giselle und ich, wir gehen heute Abend in ein Hip-Hop-Konzert. Schön. Ja. Ist kein Zuckerschlecken mit einer Frau, die 20 Jahre jünger ist. Sag ich dir. Hast du schon mal in meine Bewerbung reingeguckt, die Profiler-Ausbildung? Doch nicht jetzt. Jetzt sind wir privat. Komm damit morgen früh in mein Büro. Die Liebe mit all ihren Wechselspielen. Es ist dieser eine große magische Moment. Hast du das noch nie erlebt? Doch, habe ich. Und dieser Lustmolch eben hat es auch gerade erlebt. Und jetzt freut er sich schon auf ein Wiedersehen mit dir. Im Hotel. Da könnt ihr dann zusammen frühstücken oder... Nein, du hast überhaupt keine Ahnung, was mir das Schreiben bedeutet. Wie wichtig es mir ist. Dann erzähl's mir doch mal. Ich bin Friseur. Mir kann man ja wirklich jeden Scheiß erzählen. Noch ein bisschen langsamer und wir fahren rückwärts. Hast du gelesen? Klinger ist tot. Unser alter Chemielehrer? Oh, das tut mir leid. Arme Sau. Da ist er. Klinger? Petzold. Das Dreck, das ist er. Fahr rechts ran. Den holen wir uns. Lauf du schon mal los. Ich ruf Verstärkung. Steig aus dem Auto. Du bist mein Partner. Hast du ein Eisen? Was? So. Jetzt hast du Eisen. Da drin ist dein Dienstausweis und jetzt komm, los! Horst! Robert! Du kommst da jetzt raus! Du kommst da jetzt raus! Du bist ein Bulle! Man kann nicht alles können und das kann ich nun mal nicht! Ich rufe Verstärkung, okay? Er ist weg. Gib mir mein Eisen. Ja, du mich auch! Die würden ihn bestimmt noch kriegen, wenn wir jetzt sofort... Nimm mich zur S-Bahn. Oder weißt du was? Ich geh zu Fuß. Hallo Mama. Ist ja eine Überraschung. Du siehst gut aus. Wäre ein bisschen dünn geworden, wollen wir zusammen was essen? Ich kann nur schnell was machen. Nee, lass mal, ich hab schon. Ich hab vielleicht einen Verlag. Verbindungen der Liebe? Wechselspiele der Liebe. Morgen früh treffe ich jemanden, drück mir die Daumen. Mach ich. Aber Mama, sei nicht enttäuscht, jetzt nicht gleich hinhaut. Nein, nein, diesmal habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ich habe meine ganzen alten Manuskripte hervorgeholt. Vielleicht will er ja noch mehr lesen. Ich meine, wenn er so richtig begeistert ist. Sümpfe der Sehnsucht. War das nicht das Erste, was ich dir vorgelesen habe? Keine Ahnung, kann sein. Ich glaube, da warst du so 8 Jahre alt. Aber du hast schon eine Menge verstanden damals. Mama, ich habe ein Problem.
Ich bin auf dem Weg zu einer Verabredung. Ich beeil mich. Danke. Du hast da was im Auge. Echt? Ja, so ein glitzernd. Bist du verliebt? Ist noch total frisch. Aber du weißt schon, wie er heißt. Mann, Mama. Okay. Gut. Danke. Und seit der Grundschule. All die Jahre sind wir zusammen durch dick und dünn gegangen. Robert, du bist Mitte 50. Ja, und du auch. Du hast es mit den Nerven und kannst deswegen nicht mit raus zum Einsatz. Bin nun mal kein Held. Du hast es am Rücken, kannst deswegen nicht mal drinnen arbeiten. Lumbago, das haben viele. Robert, ich brauche Männer, die ich überall einsetzen kann. Männer, die fit sind. Männer, die darauf brennen, einen Kerl wie diesen Petzold knallhart zu verfolgen. Was ist mit meiner Fortbildung? Profiler, du wolltest meine Bewerbung unterstützen. Ausbildung dauert 5 Jahre. Bis dahin bist du ein Rentner, hast daran mal gedacht? Ja, aber ich muss nicht mehr raus und wenn ich Rückenschmerzen habe, ist es egal. Robert, du solltest aus gesundheitlichen Gründen den Dienst quittieren. Horst! Robert, in den nächsten Tagen musst du zum Amtsarzt, zum Arbeitsmedizinischen Dienst, zum Personalrat. Für diese Termine kannst du dir hier natürlich jederzeit frei nehmen. Du, ich soll dich übrigens von Giselle grüßen. Sind wir jetzt privat? Sie meint, du musst unbedingt mal wieder zu uns nach Hause kommen, ne? Zum Essen. Danke. Was hast du eigentlich mit deinen Haaren gemacht? Vertönt. Du, nach 50 Haarwäschen ist das wieder draußen. Robert? Ich hoffe, du nimmst es jetzt nicht persönlich. Hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Rein professionell, ne? Ja, natürlich. Du hast recht. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Für den Rücken. Entfärber. Ich hatte eigentlich so eine romantische Liebesgeschichte erwartet von einem attraktiven Fotomodell und einem amerikanischen Multimillionär unter den Palmen der Karibik. Oder eben zumindest. Stattdessen lese ich etwas von einer manisch-depressiven Maschinenbauschlosserin, die sich in einen serbischen Kriegsverbrecher verliebt. Mhm. Ja, das hat mir eine Kundin erzählt. Sie war eigentlich bei der Sparkasse, aber ich dachte, ich gebe ihr einen anderen Beruf. Mhm. Maschinenbauschlosserin. Mhm. Und er war eigentlich auch kein Kriegsverbrecher, sondern ein verheirateter Anlageberater, mhm. Aber... Mhm. Mhm. Er bringt sie um, mhm. flieht zu seiner Mutter, die als Leichenbeschauerin in Sofia wieder lebt. Fleht sie um Gnade an, aber sie ersticht ihn. Richtig. Wechselspiele der Liebe. Sie sind eine ausgezeichnete Friseuse. Bleiben Sie doch dabei. Na, Olli. Na, ist schön. Donnerwetter, so schön, ja? Noch ein Wort und ich bin weg. Ich habe einen Termin bei der Steuerberaterin auf ihrem Schreibtisch. Die könntest du auch haben, wenn du willst. Brauchst nur laut hier schreiben. Du hast einen Kunden. Wir unterbrechen kurz für eine Wetterdurchsage. Es bleibt sonnig heute bei 20 Grad. Hallo. Hallo. So. Hm. Sieht doch eigentlich sehr gut aus. Meinen Sie? Ja. Seien Sie ruhig ehrlich. Ach, immer. Das ist gut. Was du willst.
Und weiter geht's mit einer aktuellen Verkehrsmeldung. Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Parkallee ist die Durchfahrt im Moment gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Stresemann Park umgeleitet. Wenn deine Welt in sich zusammen... Jule, melde dich bitte. Ruf bitte gleich zurück. Meine Tochter, sie wohnt da. Warten Sie, ich kann das für Sie rausfinden. Ja, Kurt, Robert hier. Ihr habt da einen Einsatz, Parkallee, Nähe Stresemann Park. Kannst du mir was dazu sagen? Ja? Gut, danke. Tötungsdelikt, Parkallee 20. 20, da wohnt meine Tochter, um Gottes Willen. Warte, ich bringe sie rein. Mikro, du machst das schon. Kein Problem. Kommen Sie. Oh Gott, was ist passiert? Darf ich nochmal durch? Machen Sie sofort die Zufahrt frei. Nicht so laut, mir geht's nicht gut. Fahren Sie weg, dann geht's Ihnen besser. Sie lassen mich nicht ins Haus. Und die geben mir auch keine Auskunft. Ich habe solche Angst. Ich habe Blut gesehen. Dahinter arbeiten Männer in weißen Anzügen. Ja, das ist furchtbar. Da ist eine Tote. Da ist wirklich eine Tote. Ich soll warten, hat der Beamte gesagt, aber ich halte es nicht aus. Haben wir uns immer noch nicht verstanden? Sie verschwinden jetzt hier. Sofort. Ich kann Sie nur warnen, Sie bekommen ernsthafte Schwierigkeiten, wenn Sie einen Polizeieinsatz auf... LKA Mordkommission, was gibt's hier? Kann ich auch nicht sagen. Sie bleiben hier, ich bin gleich wieder da. Wie heißt Ihre Tochter? Jule. Jule Meier. Oh, Scheiße. Apfelbaum, Gänseblümchen. Noch mehr Gänseblümchen. Apfelbaum. Ganz fest und stark. Und die Äpfel sind prall und glänzen in der Sonne. Ein wunderschöner Apfelbaum auf einer grünen Wiese. Was machst du denn hier? Was ist passiert? Ich denke, du hast eine Tatortphobie. Wie heißt die junge Frau? Panikattacken, Angst vor Gefahr, sowas. Jetzt mach schon, schnell, Mensch, ich muss weiter. Naja, vom Dach gesprungen. Wie heißt sie? Willst du sie mal sehen? Nein, ich will wissen, wie sie heißt. Rebecca Marino. Gehen Sie bitte wieder zurück. Alles in Ordnung. Es ist nicht Ihre Tochter. Nein, wirklich nicht. Sie wurde identifiziert. Ihr Name ist Rebecca Marino. Kennen Sie sie? Ja, ich habe sie nur einmal flüchtig gesehen. Sie wohnt auch hier. Sie hat sich das Leben genommen. Oh Gott. Und warum ist hier so viel Polizei? Das ist ein ganz normaler Ablauf, wenn sowas passiert. Es hätte auch Mord gewesen sein können. Ich wusste gar nicht, dass Sie bei der Polizei sind und dann sogar Mordkommission. Sie sind der Chef, hm? Ja, ja, so wie Sie mit denen geredet haben. Oder dürfen Sie das gar nicht sagen? Nein. Heißt Jule. Jule? Das ist meine Tochter, lassen Sie mich durch. Jule. Wie kommst du denn hierher? Ich habe davon im Radio gehört. Ich hatte solche Angst. Ja, ich bin okay.
meine Mitbewohnerin ist. Ich weiß. Schrecklich. Was wollte die Polizei von dir? Ich habe denen gesagt, was ich über Rebecca weiß. Sie hat schon mal versucht, Schluss zu machen. Oh, schrecklich. Damals war sie in Therapie, aber die konnte ihr offenbar auch nicht mehr helfen. Schrecklich. Willst du für eine Weile bei mir schlafen? Nein. Es ist doch bestimmt sehr unheimlich, jetzt allein in dem riesigen Haus nach allem, was passiert. Mama, ich komm klar. Bitte. Geh du einfach wieder zu deiner Arbeit, ja? Es ist alles okay. Ja. Wer ist das? Das ist Tim, mein neuer Freund. Und wer ist das? Ich weiß es nicht. Wiedersehen. Tschüss. Mein Name ist Robert Helker. Rita Meier. Sie sind also bei der Mordkommission. Ja, man darf überall parken. Wie kommt Ihre Tochter dazu, in so einem Haus zu wohnen? Die Eigentümer machen eine Weltreise und die wollten nicht, dass das Haus die ganze Zeit über unbewohnt ist und haben das Dachgeschoss an zwei Studentinnen untervermietet. Und was macht Jule? Ja, sie will Meeresbiologin werden. Und Ihr Freund? Den kenne ich nicht. Ach, sagen Sie mal, und Ihre Leute sind wirklich sicher, dass das kein Mord war? Ich meine, dass da keine Gefahr besteht für meine Tochter. Da können Sie ganz beruhigt sein. Ich fahre Sie zurück. Danke. Und Sie meinen, mit meinen Haaren, da kann man nichts machen? Nein. Die sind so gut. Ja, ja. Also, Fasson oder Welle oder Spitzen oder vielleicht sollten wir uns einfach mal verabreden. Wir könnten zusammen was essen gehen. Das wäre mal was anderes. Das ist eine verrückte Idee, ich weiß. Ja. Nächsten Samstag. Okay. Wir könnten auch Freitag. Ja, Freitag ist auch gut. Oder Donnerstag oder heute? Ja. Ja, dann heute. Heute, gut. Hol ich Sie ab, 7:30. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Ja, habe ich gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich bin belastbar bis zu einer gewissen Grenze. Ja? Aber ein Übermensch bin ich ja wohl nicht. Sonst müsste ich ja wohl auch übermenschlich bezahlt werden, ja? Habe ich gesagt. Ja, oder? Habe ich doch recht. Oder nicht? Jetzt sag doch auch mal was. Hattest du schon mal eine Kopfmassage? Wie heißt du? Ich habe deinen Namen nicht verstanden. Mann, ich habe keine Ahnung, wo Tim ist. Soll ich ihm was ausrichten, wenn ich ihn sehe? Wie heißt du noch? Mann, was willst du überhaupt von Tim? Ich habe doch gesagt, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ey, wie redest du eigentlich mit mir? Bist du bescheuert? Idiot. Hallo? Hallo, ist da jemand? Tim? Tim, das ist nicht witzig, okay? Können Sie bitte die Polizei rufen?
Bitte schnell! Was ist denn passiert? Bitte! Kommen Sie rein. Das ging aber schnell. Sie sehen sehr gut aus. Sie auch. Ja, haben Sie eine Idee, wo wir essen könnten? Wenn wir zu Fuß gehen wollen, habe ich was im Klett reserviert für uns. Ich habe aber auch den Wagen hier. Wir könnten zusammen ins Chez Sophie fahren. Das soll nun wirklich sehr... Oh, das habe ich auch gehört. Aber ob wir da einen Platz finden? Ich habe einen Tisch für uns reserviert. Wir könnten aber auch ins Madame Hu fahren. Wenn man dort einen Fensterplatz bekommt, dann hat man einen unglaublichen Blick. Und? Haben wir da einen? Reserviert. Fensterplatz. Oh, warten Sie, das werden die Ersten sein. Die wissen wollen, wo wir bleiben. Hey, komm. Ach, du bist. Ja. Ja, das interessiert mich allerdings. Wir haben alles durchgeguckt. Da ist niemand gewesen. Na, guten Abend. Die junge Dame hat geglaubt, dass ein Einbrecher im Haus ist, aber da war nichts. Aha. Schönen Abend noch. Ja, danke. Ich habe Geräusche gehört. Ich habe gedacht, ich hätte jemanden in der Tür gesehen. Da bin ich halt ein bisschen durchgedreht. Das war alles. Willst du nicht zumindest heute Nacht bei mir schlafen? Mir geht's schon wieder gut. Heute Morgen ist eine Mitbewohnerin ums Leben gekommen. Jetzt wurde bei dir eingebrochen. Das ist doch unheimlich. Mama, es wurde nicht eingebrochen. Hatte der Einbrecher einen Schlüssel? Vielleicht war der Täter ein Schlosser, der nachts aus Einsamkeit so in fremde Häuser so... Ja, Mama, aber das ist hier nicht Sümpfe der Sehnsucht. Oh. Oh. Juli, das ist Herr Hellkamp. Er ist der Chef der Mordkommission, ein absoluter Top-Profi. Er kann dir bestimmt helfen. Ich habe mich getäuscht. Das war alles. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Gute Nacht. Sag mal, was sollte das vorhin? Ja, Mann, ich dachte, das ist ein Irrer im Haus. Ich habe sogar die Polizei gerufen. Können wir uns vielleicht noch irgendwie sehen? Wo bist denn du? Okay. Ciao. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Ich spüre das. Haben Sie Kinder? Leider nein. Sind Sie alleine zuständig für Jule? Jules Vater ist Stewarder von einem Kreuzfahrtschiff. Er hat jahrelang nur Postkarten geschickt. Und jetzt? Ja, jetzt schickt er E-Mails. Naja, ich würde jetzt gerne was essen gehen. Ja, ich auch. Was ist? Sie haben ihre Augen wirklich überall. Da sieht man, dass Sie ein Profi sind. Was haben Sie vor? Jemand ist uns gefolgt. Und ich will wissen, ob er an uns interessiert ist oder an Ihrer Tochter. Ah, das wäre geklärt, ne? Okay, was machst du hier? Ich übernachte hier. Ich muss eine Wette einlösen. Aha. Die Jungs fanden das witzig. Was denn für Jungs? Ach, alte Kumpel. Wenn wir beide nicht so gerne alleine wären, dann hättest du sie schon längst kennengelernt. Mhm. Ich hatte vorher übrigens so einen Typ angerufen, der große Sehnsucht nach dir hatte. Hat mir seinen Namen nicht gesagt, aber klang richtig aggressiv. Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Und was sollte die Aktion vorher bei mir zu Hause? Was fragst du mich? Ich war beim Bezirksamt wegen meiner Waisenrente. Genau, abends um 7 oder was? Das ist eine Spezialabteilung, Jule.
Heute Nacht pennst du hier, weil du eine Wette einlösen musst. Jule. Na komm. Uhu! Ist jemand zu Hause? Ah, Kimi Boy mit seiner Freundin. Wie süß. Warst du das gerade am Telefon? Ganz schön tough. Finde ich toll. Das sieht nicht gut aus, oder? Nein. Ich meine, die sehen ziemlich gefährlich aus, diese Typen. Ja. Gewaltbereit, sagt man, glaube ich. Ja. Wenn ich jetzt alleine wäre, wüsste ich überhaupt nicht, was ich jetzt tun sollte. Aber zum Glück ist für sie sowas ja Routine. Ich hab das Geld noch. Das ist jetzt aber eine schlechte Nachricht. Für euch. Das ist geschlossene Gesellschaft, Mann! Verpisst euch hier! Polizei? Scheiße. Was ist das Problem? Jule? Vielleicht können wir das Jule, lösen nach einem guten Gespräch. Komm. Es geht um Geld? Er schuldet euch was. Ja! Warum zahlst du nicht? Ich hab nichts. Ich hab einen nackten Mann in die Tasche gefasst. Dann gehst du jetzt besser. Setz dich in dein Auto und hau ab. Ey, Moment mal, ich will meine Kohle. 5000 Euro, ja? Ey, du Penner, was soll die Scheiße machen, ne? Da ihr Gastgeber sich verabschiedet hat, haben sie keine Berechtigung mehr, sich hier aufzuhalten. Hör mal zu, du Ziegenei. Du bist jetzt alleine mit den beiden Tanten hier. Glaubst du etwa, ich werde mit euch nicht fertig, hä? Weißt du, wer ich bin? Die Situation ist anders gelaufen, als sie das erwartet haben. Das hätte ich ja nicht besser sagen können. Versuchen Sie sich dran zu erinnern, was Sie hier eigentlich wollten. Meine Flocken, meine Kohle, meine Piepen, Mann, was sonst? Richtig, das war Ihr Ziel. Alles, was Sie unternehmen, tun Sie, um Ihr Ziel zu erreichen. Das dürfen Sie auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Der will mich verarschen. Hey, du Bulle, ich mach dich richtig platt, ja? Drohungen gegen mich oder andere bringen Sie nicht ans Ziel. Das sind ja alles nur Umwege, die Sie zu neuen Problemen führen. Bisher ist nichts passiert. Wir können ja alle auseinandergehen, ohne dass jemand Ärger kriegt. Was glotzt du noch, Mann? Los, schnappt euch den Typen! Ja, los, Mann! Bleib nicht stehen! Du hast hier gar nichts zu melden, okay? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, du Scheißmodell! Ah! Verstehe es nicht. Denken Sie bitte nicht schlecht von mir. Warum sollte ich? Wegen der Gewalt? Sie haben uns beschützt. Unbewaffnet. Allein gegen drei. Ich weiß nicht, wie ich das tun konnte. Sie mussten handeln und Sie haben gehandelt. Selbst überrascht. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Sie sind eben ein Profi. Ich glaube, es lag an Ihnen. Ich habe doch gar nichts getan. Sie haben mich angesehen. Deine Jacke vergessen, der Idiot. Okay, wir können. Sag mal, wäre es okay, wenn ich heute Nacht bei dir penne, Mama? Ja, ja, sicher. Mir reicht's echt. Seit wann kennst du Tim? Ich habe ihn vor 6 Wochen kennengelernt. Und was weißt du von ihm? Seine Eltern sind tot. Er hat eine kleine Wohnung am Neumarkt. Er ist Wassermann und war noch nie in Paris. Hat er einen Job? Nee, glaub nicht. Und wie bezahlt er dann die Wohnung? Oh Mann, Mama, er kriegt eine Waisenrente und macht da irgendwo Projekte. Und der andere sitzt sich für Sport. Und für mich. Das hat er jedenfalls immer gesagt. So richtig viel weißt du nicht von ihm, hä? Ich liebe ihn eben. Habt ihr mal einen Schlüssel fürs Haus? Ja. Deshalb gab es keine Einbruchspuren. Sie macht Schulden bei diesem Typen. Ist in irgendwelche Geschäfte verwickelt. Ich denke, du solltest dich für ein paar Tage rar machen bei ihm. Das kann ich nicht. Jule. Mama. Vielleicht bis alles geklärt ist. Wie war seine Beziehung zu Rebecca? Keine Ahnung. Kannte sie kaum. Was kann er bei dir in der Wohnung gewollt haben? Oh Mann, ich habe keinen Schimmer.
bin müde. Vielen Dank für die Hilfe. Gute Nacht. Gute Nacht. Wäre es möglich, dass Rebecca von Tim erpresst wurde, weil er Geld brauchte, um seine zweifelhaften Freunde auszuzahlen, die ihm Geld geliehen hatten, weil er glaubte, so besser an Jule ranzukommen? Wäre das möglich? Nein. Und wir? Versuchen wir es nochmal? Wie wäre es am Samstag? Wie wäre es morgen? Horst. 44, 45, 46, 50. Weißt du, worauf Giselle steht? Muskeln. Das habe ich begriffen an der Art, wie sie sich diese Unterwäsche-Models in Illustrierten anschaut. Diese jungen, knackigen Kerle mit ihren eingeölten Körpern. Kannst du mir mal ein Glas Wasser einschenken? Und da habe ich für mich eine ganz klare Entscheidung getroffen. Giselle soll nicht, nur weil ich 20 Jahre älter bin als sie, irgendwas verzichten müssen. Nee. Hip-Hop, Hanteltraining, ihre Freunde, du. Das zieh ich durch, knallhart. Jetzt gleich gehe ich zum Zähnebleachen. Jetzt fragst du dich doch bestimmt, warum tut er sich das alles an? Aus Liebe. So, das war jetzt privat. Gut. Was hältst du von der Geschichte mit Tim? Was soll ich davon halten? Ich meine, wenn der Junge einen Schlüssel zum Haus hatte, kann man daraus ja wohl schlechten Einbruch machen. Und Schulden haben viele. Ich weiß gar nicht, was soll das überhaupt für ein Fall werden? Hä? Mein Gott, ich bin bei der Mordkommission. Da draußen läuft immer noch Sven Petzold rum, ein Killer, dem ich geschworen habe, dass ich ihn immer wieder kriegen werde. Robert, das ist ein Fall. Ich bin auch bei der Mordkommission. Naja, in gewisser Art und Weise, ja. Immerhin ist in demselben Haus gestern eine junge Frau auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Nee, mein Lieber, auf geklärte Art und Weise. Das psychiatrische Dossier. Und wir haben ein Tagebuch mit lauter traurigen Aufzeichnungen. Sie hatte es nämlich schon zweimal versucht. Diesmal hat sie es eben geschafft. Vielleicht hat ihr auch einer nachgeholfen. Was? Und wenn jemand nachgeholfen hat? Hat aber keiner nachgeholfen. Sie hat es alleine geschafft. Wir haben nämlich einen Zeugen, der alles gesehen hat. Ein rüstiger Rentner aus dem Nachbarhaus gegenüber. So, ich muss. Robert, halt dich raus aus den Ermittlungen. Du bist unser Mann für die Aktenpflege. Und solange du hier bist, bleib bei der Akte. Ja? Bis dann! Ja. Die Akte, du hast recht. Willkommen in meinem kleinen Freizeitparadies. Hallo. Wann war Herr Breker zum letzten Mal bei uns? Breker? Ja. Das ist ein Beamter. Ja. Ist das 2 Wochen hier oder etwa schon 3? Ah, hier ist er. Was du brauchst, ist ein Freibeuter. Hm? Jemand mit internationaler Erfahrung. International Experience. Nicht so ein Eierweiler, das ist ein Spießer. Herr Breker, Rita Meier hier. Vom Friseursalon. Ja, 21st Century Fantasy, ja.
Herr Breker, Sie haben doch mal gesagt, Sie könnten an Ihrem Arbeitsplatz in der Zulassungsstelle jederzeit zu jedem Autokennzeichen den Halter herausfinden. Und dann habe ich ja noch gesagt, wie toll ich das finde. Ja, da haben wir gelacht, ja. Aber können Sie das wirklich? Entschuldigen Sie bitte, ich habe da eine Frage. Ja, bitte. Was machst du da? Ich beschäftige mich mit der Aktenlage, hattest du mir ja empfohlen. Schau mal, meine Zähne. Gebleached. Toll. Das macht doch mein Gesicht gleich jugendlicher. Straffer. Hast du mal einen Blick in ihr Tagebuch geworfen? Ja, na klar. Sie hatte eine unglückliche Liebesbeziehung zu einem verheirateten Mann. Ja, Philipp. Und davor hatte sie eine unglückliche Beziehung mit Peter, mit Ludwig und davor eine Beziehung mit Thorsten. Du, das Ganze war bestimmt eine Verschwörung. Hast du dir dieses Bild mal angesehen? Ja, da ist ein Fleck, sonst nichts. Es könnte Blut sein. Ist kein Blut. Das wissen wir nicht. Das Labor hat das T-Shirt nie untersucht. Wozu auch? Es könnte das Blut des Täters sein. Robert, das ist kein Blut, es war kein Mord und du wirst niemals ein Profiler. Das hier ist das Protokoll der Funkzentrale. Der Notruf ist aufgelaufen um 11.12 Uhr. Der Nachbar hat gesehen, wie die Frau vom Dach stürzte. Und? Der Obduktionsbericht stellt fest, Todeszeitpunkt 10.30 Uhr. Warum braucht der Zeuge eine Dreiviertelstunde, um die Polizei zu informieren? Also Zeuge ist ein alter Mann. Wahrscheinlich musste der erstmal seine Nerven in den Griff kriegen. Ich komme mit. Hopp, ich fahre. Kommen Sie bitte raus. Wir wollen ja heute noch ankommen. Mann! Was für ein Auto, was eine Gurke. Die kriegst du nicht. Oh nein, und sie kriegt ihn. Aber kann er sich den Ball wiederholen? Man weiß es nicht, ja. Sie haben also gesehen, wie die junge Frau gestern in den Tod sprang. Ja. Warum haben Sie erst 45 Minuten später die Polizei angerufen? Habe ich das? Dann war ich von dem Schock wohl benommen. Was haben Sie denn in der Zwischenzeit gemacht, Nickerchen? Ich bitte Sie natürlich nicht. Ja, irgendwo muss die Zeit ja geblieben sein. Warum haben Sie uns so spät verständigt? Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Ich habe einen Cognac getrunken. Wie ist das Mädchen gesprungen? Stand sie lange an der Dachkante? Oder ist sie aufs Dach gegangen und direkt gesprungen? War sie alleine da oben? Ich habe die junge Frau springen gesehen. Sie war allein auf dem Dach. Sowas kann man sich doch nicht ausdenken. Rebecca Marino hatte eine unglückliche Beziehung zu einem verheirateten Mann namens Philipp. Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Wollen Sie vielleicht jemanden schützen? Was da unten, ist das Ihr Sohn? Ja, und meine Enkelin. Wollen Sie ihn mal rufen? Nein, das ist nicht nötig. So, Schluss jetzt. Ich muss Holz hacken. Muss aber allein weiterspielen. Ich will aber noch weiterspielen. Ey, was soll das? Den kannst du holen. Ja, du komm. Hol mal selber.
Tag, Hellkamp, LKA, Mordkommission. Das ist mein Kollege. Sie sind Philipp Lahnstein? Ja. Philipp, du musst jetzt nichts sagen. Die denken, dass es Mord war. Ich hatte eine Affäre mit Rebecca, aber ich habe sie nicht umgebracht. Ich rufe jetzt Hauswald an, der wird das übernehmen. Bitte. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, bitte. Ich wollte es Ihnen unbedingt persönlich sagen. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass Jules Freund aus einem sehr vermögenden Elternhaus kommt. Seine Eltern leben und sind steinreich. Das heißt? Tim ist ein Lügner. Hat Jule getäuscht. Sie liebt ihn, aber sie hat keine Ahnung, wer in Wahrheit ist. Ja, das geht natürlich gar nicht. Warum tut er das? Vielleicht hat es sich so ergeben. Ach, ich könnte so etwas nicht verzeihen. Nee? Nee? Wir haben übrigens eine neue Spur in dem Fall. Es könnte Mord gewesen sein. Mein Gott, Tim. Nein, wir ermitteln in eine ganz andere Richtung. Also, verstehe. Oh ja, das sieht ganz schön fies aus. Ach so, das ist mein Kollege. Wir befragen den anderen. Aha. Protokoll der Funkzentrale, der Obduktionsbericht Rebecca Marino. Man muss nur diese beiden Informationen zusammenfügen und man erhält eine neue Information. Das ist die Grundschule. Das sollte jeder von euch drauf haben. Lesen. Einfach lesen. Im Tagebuch wird ein gewisser Philipp erwähnt. Ist ja nicht unmöglich, drauf zu kommen, wer dieser Philipp ist. Sogar ich bin drauf gekommen. Philipp Lahnstein. Der sitzt jetzt unten. Wir verhören den, überprüfen sein Alibi und ich schwöre euch, spätestens morgen früh haben wir sein Geständnis. Und Abflug. Horst? Ja, Robert. Wie du das wieder geschafft hast. Und als nächstes, dann nehme ich mir meinen alten Freund Petzold vor. Robert, du kannst ruhig Feierabend machen, kannst uns hier sowieso nicht mehr helfen. Ja, Frau Matuschat, ich hatte doch einen Tisch im Charol bestellt. Ja, genau da. Für zwei Personen, ganz richtig. Mhm. Den können Sie absagen. Erwarten Sie. Frau Matuschat. Das können Sie lassen. Mhm. Wechselspiel der Liebe. Ich bin wirklich beeindruckt. Bitte schön. Sie sind eine Künstlerin. Nein, ich bin Friseurin. Ich war Schaufensterdekorateurin, Hilfsarbeiterin in einer Wurstfabrik, Gärtnereigehilfin und... Ich bin seit meinem 23. Lebensjahr alleinerziehende Mutter. Und? Sie sind eine Schriftstellerin. Wie sind Sie dazu gekommen? In meinem Leben ist einiges ziemlich chaotisch verlaufen. Immer wenn ich dachte, ich hätte irgendwas geschafft, musste ich wieder von vorne anfangen. Aber wenn ich schreibe, dann habe ich alles in der Hand. Und das ist ein tolles Gefühl. Und worum geht es in Ihrem Roman? Um die Liebe und um die Wahrheit. Entschuldigen Sie mich. Ich habe uns eine Flasche Wein ausgesucht. Ja. Ja, ist gut. Wir haben die ganze Zeit nur über mich geredet. Und was ist mit Ihnen? Sie sind bei der Kripo. Sie sind ein Top-Kriminalist. Und das ist ein harter Job. Ach. Ja, wie wird man das? Das? Ja, Sie müssen eine spezielle Ausbildung gehabt haben. Ja, natürlich. So eine Elite-Ausbildung. Tödliche Schläge. Ach, ich weiß, sagen Sie nichts. Beim FBI. FBI?
Aber das ist wahrscheinlich alles geheim. Entschuldigen Sie, ich muss telefonieren. Ja, bitte. Ja, Robert hier. Er ist hier. Petzold. Hinter mir. Im Scharol. Ihr müsst sofort mit allen verfügbaren Kräften hier. Ja. Meinen Sie den da? Schauen Sie mich hin. Schauen Sie mich. Mein Gott. Ist das aufregend. Ja, das finde ich auch. Alles durch den Hintereingang raus. Wir brauchen Verstärkung. Was machen wir mit den Leuten? Ihre Personalien auf. Hab den. Er ist vorne raus. Vorne? Ja, als Erster. Ich habe euch angerufen. Oh Mann. Der Kerl ist weg. Ja. Ja, er ist weg. Ich verstehe das nicht. Aber das passiert mal. Danke. Warten Sie. Wir versuchen wir es nochmal. Morgen. Morgen, ja. Gerne. Kameras aus dem Restaurant. Die Kriminaltechnik hat das gecheckt. Es ist Petzold, eindeutig. Da sind die Kollegen in dem Chaos wohl etwas überfordert gewesen. Was kann Petzold da gewollt haben? Er wollte vermutlich gut essen. Das Essen ist sehr gut. Ich esse da einmal die Woche. Hallo. Hallo. Wenn einer von meinen Jungs gestern Abend da gesessen hätte, wo du saßt, dann hätte er mir Petzold heute Morgen zum Frühstück serviert. Ja, wenn er ihn erkannt hätte. Aber du saßt da. Und deswegen werden mir nur Rechnungen serviert. Über das Chaos, das dann gestern im Scharoll ausgebrochen ist. Immerhin habe ich die Situation so gelöst, dass niemand verletzt wurde. Ich bin begeistert. Extra viel Möhrchen. Bitteschön. Ludger, ich habe eine Frau kennengelernt und seitdem ist alles ganz anders. Vor allem auch ich. Ich bin plötzlich ganz anders. Größer, schöner, warmer. Robert? Ich bin viel mutiger, viel stärker, weißt du, ich bin völlig durch den Wind. Da hinten sind noch zwei schöne Plätze frei. Das ist ein guter Tisch. Es fühlt sich an, als wäre ich gerade aufgewacht. Ja. Das Leben beginnt. Ganz zart. Zerbrechlich und ungeheuer feierlich. Ja. Oh, du bist ja Stamm 1. Mit dem Möhrchen. Ich bin verliebt, Ludger. So verliebt. Möhrchen. Ludger, ich möchte dich umarmen. Jetzt. Guten Appetit. Glory, glory, halleluja. 21st century hair fantasy. Totally crazy fantasy. Es ist sehr rot geworden. This is your color. So weinrot. It's so fresh. Totally freshly. Hier. Kommen Sie morgen so gegen 12:30, ja? So. Liebe Uschi, fertig.
super. Robert! Herr Helga, ein Kaffee? Kaffee? Wann musst du zum Amtsarzt? Morgen Nachmittag. Vielleicht kann er dir auch gleich was gegen das Dauergrinsen in deinem Gesicht verschreiben. Keine Sorge, Horst, das ist nicht ansteckend, nicht bei dir. Das war jetzt privat. Und, geht's dir gut? Nein. Ah, Petzold, tut mir leid. Aber immerhin ist ja der Fall Rebecca Marino geklärt, oder? Ja. Und wir haben den Fall auch gleich abgeschlossen. Wir haben Philipp Lahnstein noch gestern Abend nach Hause geschickt. Sein Alibi war absolut wasserdicht und deine ganze Theorie spekulativ und vollkommen realitätsfern. Aber immerhin war es doch meine Theorie. Einen Abend in der Woche, da sitze ich mit Giselle schön gemütlich zu Hause auf dem Sofa. Aber gestern Abend, da saß ich hier die ganze Nacht, deinetwegen, weil du deine Grenzen nicht kennst. Wenn Philipp Lahnstein als Täter nicht in Frage kommt, dann heißt das ja noch lange nicht, dass Rebecca Marino freiwillig vom Dach gesprungen ist. Wir haben einen Zeugen. Ja, der Zeuge hat mit seinem Anruf bei uns eine Dreiviertelstunde gewartet, weil er glaubte, dass er seinen Sohn gesehen hat. Also war noch eine zweite Person auf dem Dach. Ich möchte das jetzt mit dir einfach nicht mehr diskutieren. Das musst du ja auch gar nicht. Du bist ein Aktenmufti. Schreibstubenpinsel. Und bald bist du hier ganz raus. Dann kann ja auch endlich wieder professionell gearbeitet werden. Dankeschön. Bis morgen. Tschüss. 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 Ihr hat's nicht gefallen. Ich kann nicht lügen. Ach ja. Die unbestechliche Schriftstellerin, ja? Vielleicht sollte ich es mal mit einer bestechlichen Friseurin versuchen. Hallo. Olli, ich mag dich. Ja, und deshalb will ich dir drei Dinge sagen. Erstens, du kannst keine Haare färben, lass es einfach. Ja, zweitens, das, was du für Englisch hältst, ist Unsinn, und zwar totally. Und drittens, die Leute erwarten nicht, dass ein Friseur schwul ist. Lass es einfach. Olli. 21st Century Hair Fantasy. Olli, was kann ich für Sie tun? Ist für dich. Rita. Ich wollte nur... Ja, mir geht es gut. Und Ihnen? Ja, ich auch. Sie auch? 15. Ich auch. 16. Ja, natürlich, heute Abend. 17. Ja, klar. 18. 19. Ja! Oh, Robert! Nur hilf mir doch! Robert! Horst! Fahr mich sofort zum Arzt! Oh! Oh, wenn ich nur nicht solche Schmerzen hätte. Oh, fahr ein bisschen langsamer. Weißt du was, Horst? Ich brauche nur jemanden, der fest an mich glaubt. Das ist das ganze Geheimnis, wirklich. Petzold! Stopp! Bitte? Stopp! Das ist aber auch wirklich schwierig mit dir. Das war er. Der will ins Rathaus. Wir haben unsere Zeuge in deiner Dienstwohnung versteckt. Seine Ex Marion Röllmann. Der will die erledigen. Du musst ihn dir holen. Wieso oder nicht? Nun mach schon. Ich rufe Verstärkung. Sagtest du meine Bewerbung unterstützt? Ruf Heiler. Du bist verrückt. Sag es. Bitte? Ich werde noch mal eingehend drüber nachdenken. Hast du Eisen? Robert?
habe ihn. Ja, also nicht direkt, aber ich kann ihn deutlich sehen. Wir sind hier in der Rathauskuppel. Sucht gerade die Tür zu den Diensträumen zu knacken. Und wo seid ihr? Ich denke, ihr seid längst hier. Aber das kann ich doch nicht machen. Das ist viel zu gefährlich. Hier sind sehr viele Leute, unter anderem auch ich. Sie sind festgenommen. Wer, ich? Okay, okay. Langsam. Oh! Oh. Das war ein Polizeieinsatz. Die ganze Zeit nicht bei mir. Ich hab dich so vermisst. Kommst du? Wir müssen los. Ja, sofort. Wo bist du? Das sag ich dir später. Natürlich, ich bin wirklich in Schwierigkeiten. Also, bitte hilf mir einfach und frag mich nichts. Okay? Danke. Kaffeepause. Ja, kleinen Moment. Hey, komm. Du, die haben Kuchen da. Was? Robert. Ja, schön. Sie werden abgeholt. Rita und ihre Tochter sind unten am Empfang. Ja, und? Ja, was? Ja, und? Du musst mir helfen. Ja, ja. Wir sind hier beim LKA. Hi, hallo. Hallo. Danke, Sie können draußen warten. Super. Ja. Sie haben aber ein schönes Büro. Ja, schön ist es. Frau Mattuschat, bitte stellen Sie keine weiteren Gespräche durch. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Und, was gibt's Neues? Wie geht's dir, Jule? Ja, ganz okay. Ja, ich wollte mich bedanken. Das ist ein Buch über asiatische Nahkampftechniken. Als kleine Erinnerung an das Erlebnis in der Bootshalle. Oh, sehr nett. Sie kennen das ja sicher alles. Na, hin und wieder muss auch ich noch mal nachschlagen. Sie sitzen immer noch an dem Fall? Ja. Rebecca war wahrscheinlich nicht alleine auf dem Dach. Es war noch jemand bei ihr. Ihr Mörder? Ist möglich. Hat Tim sich gemeldet? Nein. Wer ist denn dieser Horst Hoff? Frau Mattuschat, nun sorgen Sie doch dafür, dass der Wandschmuck meines Vorgängers endlich abgenommen wird. Wie oft soll ich noch darum bitten? Behörden. Wenn du was von Tim hörst, lass es mich wissen. Ja. Ich muss mich drauf verlassen können. Klar. Ohne Ehrlichkeit funktioniert gar nichts. Richtig. Ja. Bleiben Sie noch? Wenn Sie wollen. Okay, ich hau mal ab jetzt. Tschüss. Ich wollte es vorhin nicht so deutlich sagen. Tim Kronwohlt war in der Vergangenheit immer wieder in Drogendelikte verwickelt. Nur das Geld und die Beziehung seiner Eltern haben ihn immer wieder gerettet. Was kann ich tun? Haben Sie Lust, mich zu begleiten? Ich habe in meiner ganzen Abteilung niemanden, der logisch denken kann.
Laptop auf dem Schreibtisch. USB-Stick-Schublade hinten. Reisepass mittlere Schublade. Reisepass. Ich habe leider keinen Schlüssel. Ich habe Rebeccas Schlüssel. Ist das wirklich okay? Natürlich. Sie sind der Chef. Natürlich. Tim war hier, und zwar heimlich. Er muss was gesucht haben, von dem Julia nichts wissen durfte. Zum Beispiel Waffen, Drogen, Raubkopien, Falschgeld, Pornografie. Zum Beispiel. Also gut, fangen wir an. Nehmen wir Rebeccas Zimmer vor, gehen Sie in Julias Zimmer. Oh, ich schaue mich lieber in den anderen Räumen um. Ach, dann übernehme ich das. Und ich fange oben an. Ja. Das hat dein sauberer Freund bei uns auf dem Dach versteckt. Ja. Nein, ist das Kokain? Ja. Was haben Sie da am Ärmel? Oh, ja, das habe ich mir da oben geholt. Auf dem Dachgarten stehen Lilien. Dieser Blütenstaub ist so intensiv, dass man ihn kaum aus der Kleidung rauskriegt. Kommen Sie. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ich hab's nur nicht unterbringen können. Rebecca hatte Spuren vom Blütenstaub an ihrem Pullover. Und Tim an seiner Jacke. Er war oben mit ihr. Er hat seinen Koks gesucht. Es kam zum Streit. Rufen Sie Julian. Ich wollte nur sicher sein, dass dir keiner folgt. Hast du alles? Ja. Ja? Aber Tim, bitte erklär mir erstmal, was hier eigentlich abläuft. Das wird da eigentlich eine Überraschung sein. Warum hast du Geld bei diesem Typen geliehen? Ja? Paris, Chiri. Erinnerst du dich? Wir wollten nach Paris. Dafür leistet ihr Geld bei so einem Honk? Ich musste. Ich hatte diesen Song geschrieben, okay? Wir rappen wie besessen, vergessen sogar zu essen, vergessen sogar unseren Frauen zu essen. Auf jeden Fall ist er in Belgien und in den ganzen Benelux-Ländern in den Charts durchgestartet. Aber die Tantiemen werden immer erst am Jahresende abgerechnet. Sag mal, wo ist der Reisepass? Ein Song in den Charts. Ja?
Und jetzt willst du mit mir nach Paris und dafür brauchst du deinen Reisepass. Ja. Also ich fahr vor und ich rufe dich dann an, wenn ich da alles gecheckt habe. Weißen Rente, hm? Mein Tim, deine Eltern sind nicht tot. Die leben noch und sind steinreich. Meine Ma hat dich vor eurer Villa gesehen. Mann, warum hast du mich angelogen? Ich meine, du schiebst doch nicht so eine Panik, nur weil du dem Typen 5000 Euro schuldest. Das zahlen deine Eltern mit links. Deine Eltern? Ja. Okay, die sind nicht wirklich tot, aber hirntot sind die. Weißt du, klar habe ich Mist gebaut. Aber die denken, wenn sie mich auf Sparration setzen mit einer Müllbude, einer Schrottkarre und ein paar schäbigen Euros Taschengeld, dann werde ich ein besserer Mensch. Also habe ich wieder Selbstgeschäfte gemacht. Was sind für Geschäfte? Weißes Pulver, Jule. Hat Rebecca was damit zu tun gehabt? Ich leg mir das Zeug nie unter das Kopfkissen, okay? Ich hab's bei euch im Dach versteckt, Nazis gefunden. Ja, und dann? Was und dann, Mann? Dann gab's Ärger, ist doch klar. Das ist halt alles schiefgegangen. Hast du sie umgebracht? Wo ist der Reisepass? Den habe ich vergessen, glaube ich. Weißt du was, ich fahre noch mal los, ja? Ich fahre los. Und du kommst mit. Ist alles Theorie. Bevor ich die große Glocke läute und die Spezialeinheiten in Gang setze, versuchen wir es erstmal auf die bescheidene Art. Ne? Solange Sie bei mir sind, habe ich keine Angst. Guten Abend, Chef. Hauptkommissar Behnke, einer meiner besten und engagiertesten Leute. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ach, früher habe ich schon gegessen. Bitte. Da ist er. Ruf mal die Kollegen. Was? Wir gehen schon mal rein. Aber du machst schon. Ja, alles klar, Chef. Was soll sie denn eigentlich von dir denken? Dass ich ein Held bin. Ach so. Dazu gehört, dass ich zu dir Chef sage. Ja. Na gut. So, wie machen wir denn das jetzt? Wir müssen ihn überrumpeln. Vermutlich ist er bewaffnet. Wie bitte? Das mach schon, lass dir was einfallen. Also, na, meine erste Idee ist, dass wir die Plätze tauschen. Mach schon, hast du ein Eisen? Was? Ja, eine Waffe. P6. Eine Waffe? Keine Ahnung, wo ich die gelassen habe. Klingel jetzt. Und jetzt? Lass dir was einfallen. Ja? GIZ. Haben Sie Fernseher, Radio, Computer im Haus? Hä? Ja! Jule! Es tut mir leid. Ich weiß, dass du mir nichts mehr glauben kannst, aber ich habe Rebecca nicht umgebracht. Wir stehen vor dem Haus und übernehmen einen Beschuldigten. Wir haben alles im Griff. Ja, verstanden. Robert. Horst. Alles Weitere erledigt ihr. Wir sehen uns morgen früh im Büro. Hey. Was ist mit dem los? Was läuft denn hier ab? Robert! Horst? Tim Kronwold wollte einen größeren Kokain-Deal abziehen. Den Stoff hat er auf Kredit gekauft und auf der Dachterrasse versteckt. Rebecca hat das Zeug gefunden, beiseite geschafft. Es kam zum Streit zwischen den beiden. Die roten Flecken auf der Bekleidung von Tim und Rebecca stammen von den Lilien auf dem Dachgarten. Bei der Auseinandersetzung ist Rebecca wohl dann vom Dach gestürzt. Tim lief davon, kam später zurück, um den Stoff zu suchen. Noch Fragen? Ja. Robert? Horst. Was hast du hier verloren?
Ach, du meinst, was, wenn du mich fragst. Und was hat die Quatschdrüse von der Leistungserschleichung hier zu suchen? Der, ja. Warum redest du die ganze Zeit mit mir wie mit deinem Blödmann? Diese Frage kann ich dir gleich beantworten. Sie schläft. Gut. Tim ist für sie erledigt. Aber sie glaubt nicht, dass er den Mord begangen hat. Er hat ihr erzählt, dass er zwar mit Rebecca gestritten hat, dann aber abgehauen ist. Kann man jemandem, der so gelogen hat, jemals wieder auch irgendetwas glauben? Also ich würde sagen, ja. Aha. Ja, ich bin wirklich sehr für die Wahrheit, aber manchmal entwickelt sich so eine Lüge ja auch aus einem Missverständnis, zum Beispiel. Und plötzlich hat man Angst, etwas Kostbares zu verlieren, wenn man die Wahrheit sagt, zum Beispiel. Aha. Und was wollen Sie damit sagen, zum Beispiel? Naja, ich will damit sagen, dass Tim vielleicht in diesem Punkt nicht gelogen hat. Und wenn wir mal davon ausgehen, dann müssten wir die Spur, die zu dem Mordverdacht geführt hat, nochmal neu aufnehmen. Guten Abend, Herr Lahnstein. Wir möchten Sie noch einmal zu dem Mord an Rebecca Marino befragen. Habe eine Kollegin mitgebracht. Ja, also ich habe doch eigentlich alles gesagt. Sie hatten uns gegenüber ja zunächst eine falsche Aussage gemacht, weil Sie glaubten, Ihren Sohn gesehen zu haben. Was hat Sie eigentlich darauf gebracht? War es die Statur des Täters oder ein Kleidungsstück? Wir bräuchten für unsere Ermittlung noch ein paar Anhaltspunkte. Ja, ich weiß nicht. Es tut mir leid. Sie haben gesehen, was da drüben passiert ist. Das muss schlimm gewesen sein. Ja. Ja, das war's auch. Das ist etwas, das wird man nicht mehr los. Ja. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, Sie wollten mit Ihrer Aussage Ihren Sohn schützen. Es war falsch. Sie haben sich selber geschützt. Sie haben den Streit beobachtet. Vielleicht haben Sie wirklich gedacht, dass Ihr Sohn da drüben war und mit Rebecca streitet. Sie wussten ja von dem Verhältnis der beiden. Vielleicht wollten Sie sogar helfen, den Streit zu schlichten. Ja, das wollte ich. Als Sie das Haus erreichten, war die Eingangstür offen. Sie gingen nach oben. Rebecca Marino war inzwischen alleine. Das verschaffte Ihnen die Gelegenheit, ihr einmal zu sagen, was Sie davon halten, dass eine junge Frau die Ehe Ihres Sohnes zerstört. Ha! Ich habe wirklich nur an meine Enkelin gedacht. Ich wollte, dass sie nicht ihre Eltern verliert. Was geht Sie das denn an? Die junge Frau war aber nicht in der Stimmung, sich Vorwürfe machen zu lassen. Sie war ja ohnehin noch aufgebracht von der Auseinandersetzung, die sie beobachtet hat. Ich will, dass du verschwindest. Dann ging alles ganz schnell. Das nicht gewollt. Glauben Sie mir das? Ich rufe dann mal die Kollegen. Muss ich noch was unterschreiben? Ja. Feierabend. Rest ist Formsache. Und? Willst du mir noch was sagen? Tja, es gibt immer mal wieder solche Fälle, die sich von selbst lösen, weil der Täter sonst an seiner eigenen Tat zerbricht. Von selbst? Ja, hab ich gespürt. Instinkt. Aha. Nimmst du mich mit? Nee. Aha. Okay.
Schön, dass Sie gewartet haben. Haben Sie noch Zeit? Ja. Schönen Feierabend, Kollege. Ich würde sehr gerne... mit mir essen gehen. Ich habe reserviert. Einen Tisch für zwei. Im Scharol. Ja. Kommen Sie. Aber... oh Gott. Nochmal, das ist er. Wie? Unter Deckung. Alles okay? Ja, ja. Ha! Das ist er! Jetzt hast du ihn. Das hast du wieder mal verdammt gut gemacht. Das Beste ist, dass du weggesprungen bist. Du, im Gegensatz zu dem weiß ich doch, wie du Auto fährst. Ja, ich bin's. Wir haben Petzold. Er liegt sozusagen direkt vor unserer Tür. Robert. Horst. Nein, nein, das ist ein Produkt der Fantasie. Ich habe mit ein paar Fachkenntnissen ausgeholfen. Sagen Sie, Herr Hellkamp, ich habe eine unglaubliche Geschichte gehört. Für die Polizei ist der Fall schon lange erledigt. Aber können Sie sich nicht der Sache annehmen? Du bist doch der Mann, der alles kann. Ja, ich weiß nicht. Gut, stimmt schon. Oder? Gehen Sie bitte wieder zurück. Alles in Ordnung. Es ist nicht Ihre Tochter. Nein, wirklich nicht? Sie wurde identifiziert. Ihr Name ist Rebecca Marino. Kennen Sie sie? Ja, ich habe sie nur einmal flüchtig gesehen. Sie wohnt auch hier. Sie hat sich das Leben genommen. Oh Gott. Und warum ist hier so viel Polizei? Das ist ein ganz normaler Ablauf, wenn sowas passiert. Es hätte auch Mord gewesen sein können. Ich wusste gar nicht, dass Sie bei der Polizei sind. Und dann sogar Mordkommission. Sie sind der Chef, hm? Ja, ja, so wie Sie mit denen geredet haben. Oder dürfen Sie das gar nicht sagen? Nein. Heißt Jule. Jule? Das ist meine Tochter. Lassen Sie mich durch. Jule. Mama. Wie kommst du denn hierher? Ich habe davon im Radio gehört. Ich hatte solche Angst. Ja, ich bin okay. Meine Mitbewohnerin ist... ich weiß. Schrecklich. Was wollte die Polizei von dir? Ich hab denen gesagt, was ich über Rebecca weiß. Sie hat schon mal versucht, Schluss zu machen. Oh, schrecklich. Damals war sie in Therapie, aber die konnte ihr offenbar auch nicht mehr helfen. Schrecklich. Willst du für eine Weile bei mir schlafen? Nein. Es ist doch bestimmt sehr unheimlich, jetzt allein in dem riesigen Haus nach Mama, allem, was passiert. Mama, ich komm klar. Bitte. Geh du einfach wieder zu deiner Arbeit, ja? Es ist alles okay. Ja. Wer ist das? Das ist Tim, mein neuer Freund. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wiedersehen. Tschüss. Mein Name ist Robert Hellkamp. Rita Meier. Sie sind also bei der Mordkommission. Ja, man darf überall parken. Wie kommt Ihre Tochter dazu, in so einem Haus zu wohnen? Die Eigentümer machen eine Weltreise und die wollten nicht, dass das Haus die ganze Zeit über unbewohnt ist und haben das Dachgeschoss an zwei Studentinnen untervermietet. Und was macht Jule? Ja, sie will Meeresbiologin werden. Und Ihr Freund? Den kenne ich nicht. Ach, sagen Sie mal, und Ihre Leute sind wirklich sicher, dass das kein Mord war? Ich meine, dass da keine Gefahr besteht für meine Tochter. Da können Sie ganz beruhigt sein. Ich fahre Sie zurück. Danke.
Und Sie meinen, mit meinen Haaren, da kann man nichts machen? Nein. Die sind so gut. Ja, ja. Also, Fasson oder Welle oder Spitzen. Mann gewesen. Na, guten Abend. Die junge Dame hat geglaubt, dass ein Einbrecher im Haus ist, aber da war nichts. Aha. Schönen Abend noch. Ja, danke. Ich habe Geräusche gehört. Ich habe gedacht, ich hätte jemanden in der Tür gesehen. Da bin ich halt ein bisschen durchgedreht. Das war alles. Willst du nicht zumindest heute Nacht bei mir schlafen? Mir geht's schon wieder gut. Heute Morgen ist eine Mitbewohnerin ums Leben gekommen. Jetzt wurde bei dir eingebrochen. Das ist doch unheimlich. Mama, es wurde nicht eingebrochen. Hatte der Einbrecher einen Schlüssel? Vielleicht war der Täter ein Schlosser, der nachts aus Einsamkeit so in fremde Häuser so... Ja, Mama, aber das ist hier nicht Sümpfe der Sehnsucht. Oh. Juli, das ist Herr Hellkamp. Er ist der Chef der Mordkommission, ein absoluter Top-Profi. Er kann dir bestimmt helfen. Ich habe mich getäuscht. Das war alles. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Gute Nacht. Sag mal, was sollte das vorhin? Ja, Mann, ich dachte, das ist ein Irrer im Haus. Ich habe sogar die Polizei gerufen. Können wir uns vielleicht noch irgendwie sehen? Wo bist denn du? Okay. Ciao. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Ich spüre das. Haben Sie Kinder? Leider nein. Sind Sie alleine zuständig für Jule? Jules Vater ist Steward auf einem Kreuzfahrtschiff. Er hat jahrelang nur Postkarten geschickt. Und jetzt? Ja, jetzt schickt er E-Mails. Naja, ich würde jetzt gerne was essen gehen. Ja, ich auch. Was ist? Sie haben Ihre Augen wirklich überall. Da sieht man, dass Sie ein Profi sind. Was haben Sie vor? Jemand ist uns gefolgt. Und ich will wissen, ob er an uns interessiert ist oder an Ihrer Tochter. Ja, das wäre geklärt, ne? Okay, was machst du hier? Machen Sie sofort die Zufahrt frei. Nicht so laut, mir geht's nicht gut. Fahren Sie weg, dann geht's Ihnen besser. Sie lassen mich nicht ins Haus. Und die geben mir auch keine Auskunft. Ich habe solche Angst. Ich habe Blut gesehen. Dahinter arbeiten Männer in weißen Anzügen. Ja, das ist furchtbar. Da ist eine Tote. Da ist wirklich eine tot. Ich soll warten, hat der Beamte gesagt, aber ich halte es nicht aus. Haben wir uns immer noch nicht verstanden? Sie verschwinden jetzt hier. Sofort. Kommen Sie her. Ich kann Sie nur warnen, Sie bekommen ernsthafte Schwierigkeiten, wenn Sie einen Polizeieinsatz auf... EKA Mordkommission, was gibt's hier? Kann ich auch nicht sagen. Sie bleiben hier, ich bin gleich wieder da. Wie heißt Sie, Ihre Tochter? Jule. Jule Meier. Oh, Scheiße. Apfelbaum, Gänseblümchen. Noch mehr Gänseblümchen. Apfelbaum. Ganz fest und stark. Und die Äpfel sind prall und glänzend in der Sonne.
ein wunderschöner Apfelbaum auf einer grünen Wiese. Was machst du denn hier? Was ist passiert? Ich denke, du hast eine Tatortphobie. Wie heißt die junge Frau? Panikattacken. Angst vor Gefahr, sowas. Jetzt mach schon schnell, Mensch, ich muss weiter. Naja, vom Dach gesprungen. Wie heißt sie? Willst du sie mal sehen? Nein, ich will wissen, wie sie heißt. Rebecca Marino. Gehen Sie bitte wieder zurück. Alles in Ordnung. Es ist nicht Ihre Tochter. Nein, wirklich nicht. Sie wurde identifiziert. Ihr Name ist Rebecca Marino. Das ist eine Spezialabteilung, Jule. Heute Nacht pennst du hier, weil du eine Wette einlösen musst. Jule. Nicht gut aus, oder? Nein. Ich meine, die sehen ziemlich gefährlich aus, diese Typen. Ja. Gewaltbereit, sagt man, glaube ich. Ja. Wenn ich jetzt alleine wäre, wüsste ich überhaupt nicht, was ich jetzt tun sollte. Aber zum Glück ist für sie sowas ja Routine. Ich hab das Geld noch. Das ist jetzt aber eine schlechte Nachricht. Für euch. Das ist geschlossene Gesellschaft, Mann! Verpisst euch hier! Polizei? Scheiße. Was ist das Problem? Jule? Vielleicht können wir das lösen nach einem guten Gespräch. Komm. Es geht um Geld? Er schuldet euch was. Ja! Warum zahlst du nicht? Ich hab nichts. Schon mal einen nackten Mann in die Tasche gefasst? Dann gehst du jetzt besser. Setz dich in dein Auto noch ab. Ey, Moment mal, ich will meine Kohle. 5000 Euro, ja? Ey, du Penner, was soll die Scheiße machen, ne? Da Ihr Gastgeber sich verabschiedet hat, haben Sie keine Berechtigung mehr, sich hier aufzuhalten. Hey, hör mal zu, du Ziegenei. Du bist jetzt alleine mit den beiden Tanten hier. Glaubst du etwa, ich werde mit euch nicht fertig, hä? Weißt du, wer ich bin? Die Situation ist anders gelaufen, als Sie das erwartet haben. Das hätte ich ja nicht besser sagen können. Versuchen Sie, sich dran zu erinnern, was Sie hier eigentlich wollen. Meine Flocken, meine Kohle, meine Piepen, Mann, was sonst? Richtig, das war Ihr Ziel. Alles, was Sie unternehmen, tun Sie, um Ihr Ziel zu erreichen. Das dürfen Sie auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Der will mich verarschen. Ey, du Bulle, ich mach dich richtig platt, ja? Drohungen gegen mich oder andere bringen Sie nicht ans Ziel. Das sind ja alles nur Umwege, die Sie zu neuen Problemen führen. Bisher ist nichts passiert. Wir können ja alle auseinandergehen, ohne dass jemand Ärger kriegt. Was glotzt du noch, Mann? Los, schnappt euch den Typen! Ja, los, Mann! Bleib hier stehen! Du hast hier gar nichts zu melden, okay? Komm her! Komm her! Schafft. Vielleicht hat dir auch einer nachgeholfen. Was? Und wenn jemand nachgeholfen hat? Hat aber keiner nachgeholfen. Sie hat es alleine geschafft. Wir haben nämlich einen Zeugen, der alles gesehen hat. Ein rüstiger Rentner aus dem Nachbarhaus gegenüber. So, ich muss. Robert? Halt dich raus aus den Ermittlungen. Du bist unser Mann für die Aktenpflege. Und solange du hier bist, bleib bei der Akte. Ja? Bis dann! Ja. Die Akte, du hast recht.
Willkommen in meinem kleinen Freizeitparadies. Hallo. Wann war Herr Breker zum letzten Mal bei uns? Breker? Ja. Das ist ein Beamter. Ja. Ist das 2 Wochen her oder etwa schon 3? Ah, hier ist er. Was du brauchst, ist ein Freibeuter. Hm? Jemand mit internationaler Erfahrung. International Hä? Experience. Nicht so ein Langweiler, das ist ein Spießer. Herr Breker, Rita Meier hier. Vom Friseursalon. Ja, 21st Century Fantasy, ja. Herr Breker, Sie haben doch mal gesagt, Sie könnten an Ihrem Arbeitsplatz in der Zulassungsstelle jederzeit zu jedem Autokennzeichen den Halter herausfinden. Und dann habe ich ja noch gesagt, wie toll ich das finde. Ja, da haben wir gelacht, ja. Aber können Sie das wirklich? Vielleicht will er ja noch mehr lesen. Ich meine, wenn er so richtig begeistert ist. Sümpfe der Sehnsucht. Oh, war das nicht das Erste, was ich dir vorgelesen habe? Keine Ahnung, kann sein. Ah, ich glaube, da warst du so 8 Jahre alt. Aber du hast schon eine Menge verstanden damals. Mama, ich habe ein Problem. Ich bin auf dem Weg zu einer Verabredung. Ich beeile mich. Danke. Du hast da was im Auge. Echt? Ja, so ein Glitzern. Bist du verliebt? Ist noch total frisch. Aber du weißt schon, wie er heißt. Mann, Mama. Okay. Gut. Danke. Und seit der Grundschule. All die Jahre sind wir zusammen durch dick und dünn gegangen. Robert, du bist Mitte 50. Ja, und du auch. Du hast es mit den Nerven und kannst deswegen nicht mit raus zum Einsatz. Bin nun mal kein Held. Du hast es am Rücken, kannst deswegen nicht mal drinnen arbeiten. Lumbago, das haben viele. Robert, ich brauche Männer, die ich überall einsetzen kann. Männer, die fit sind. Männer, die darauf brennen, einen Kerl wie diesen Petzold knallhart zu verfolgen. Was ist mit meiner Fortbildung? Profiler, du wolltest meine Bewerbung unterstützen. Ausbildung dauert 5 Jahre. Bis dahin bist du ein Rentner, hast daran mal gedacht? Ja, aber ich muss nicht mehr raus und wenn ich Rückenschmerzen habe, ist es egal. Robert, du solltest aus gesundheitlichen Gründen den Dienst quittieren. Horst! Robert, in den nächsten Tagen musst du zum Amtsarzt, zum Arbeitsmedizinischen Dienst, zum Personalrat. Für diese Termine kannst du dir hier natürlich jederzeit frei nehmen. Du, ich soll dich übrigens von Giselle grüßen. Sind wir jetzt privat? Sie meint, du musst unbedingt mal wieder zu uns nach Hause kommen, ne? Zum Essen. Danke. Was hast du eigentlich mit deinen Haaren gemacht? Vertönt. Du, nach 50 Haarwäschen ist das wieder draußen. Robert? Ich hoffe, du nimmst es jetzt nicht persönlich. Hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Rein professionell, ne? Ja, natürlich. Du hast recht. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Für den Rücken. Entfärber. Ich hatte eigentlich so eine romantische Liebesgeschichte erwartet von einem attraktiven Fotomodell und einem amerikanischen Multimillionär unter den Palmen der Karibik. Oder eben zumindest. Stattdessen lese ich etwas von einer Manisch-Depi. Naja, ich will damit sagen, dass Tim vielleicht in diesem Punkt nicht gelogen hat und wenn wir mal davon ausgehen, dann müssten wir die Spur, die zu dem Mordverdacht geführt hat, noch mal neu aufnehmen.
Guten Abend, Herr Lahnstein. Wir möchten Sie noch einmal zu dem Mord an Rebecca Marino befragen. Habe eine Kollegin mitgebracht. Ja, also ich habe doch eigentlich alles gesagt. Sie hatten uns gegenüber ja zunächst eine falsche Aussage gemacht, weil Sie glaubten, Ihren Sohn gesehen zu haben. Was hat Sie eigentlich darauf gebracht? War es die Statur des Täters oder ein Kleidungsstück? Wir bräuchten für unsere Ermittlung noch ein paar Anhaltspunkte. Ja, also, ich weiß nicht. Es tut mir leid. Sie haben gesehen, was da drüben passiert ist. Das muss schlimm gewesen sein. Ja, das war es auch. Das ist etwas, das wird man nicht mehr los. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, Sie wollten mit Ihrer Aussage Ihren Sohn schützen. Es war falsch. Sie haben sich selber geschützt. Sie haben den Streit beobachtet. Vielleicht haben Sie wirklich gedacht, dass Ihr Sohn da drüben war und mit Rebecca streitet. Sie wussten ja von dem Verhältnis der beiden. Vielleicht wollten Sie sogar helfen, den Streit zu schlichten. Ja, das wollte ich. Als Sie das Haus erreichten, war die Eingangstür offen. Sie gingen nach oben. Rebecca Marino war inzwischen alleine. Das verschaffte Ihnen die Gelegenheit, ihr einmal zu sagen, was Sie davon halten, dass eine junge Frau die Ehe Ihres Sohnes zerstört. Ha! Ich habe wirklich nur an meine Enkelin gedacht. Ich wollte, dass sie nicht ihre Eltern verliert. Was geht Sie das denn an? Wie verrückt geworden? Die junge Frau war aber nicht in der Stimmung, sich Vorwürfe machen zu lassen. Sie war ja ohnehin noch aufgebracht von der Auseinandersetzung, die sie beobachtet hat. Ich will, dass du verschwindest! Dann ging alles ganz schnell. Das nicht gewollt. Eben los. Was läuft denn hier ab? Robert! Horst? Tim Kronbold wollte einen größeren Kokain-Deal abziehen. Den Stoff hat er auf Kredit gekauft und auf der Dachterrasse versteckt. Rebecca hat das Zeug gefunden und beiseite geschafft. Es kam zum Streit zwischen den beiden. Die roten Flecken auf der Bekleidung von Tim und Rebecca stammen von den Lilien auf dem Dachgarten. Bei der Auseinandersetzung ist Rebecca wohl dann vom Dach gestürzt. Tim lief davon, kam später zurück, um den Stoff zu suchen. Noch Fragen? Ja. Robert. Horst. Was hast du hier verloren? Ach, du meinst, was, wenn du mich fragst. Und was hat die Quatschdrüse von der Leistungserschleichung hier zu suchen? Der, ja. Warum redest du die ganze Zeit mit mir wie mit deinem Blödmann? Diese Frage kann ich dir gleich beantworten. Gut. Tim ist für sie erledigt. Aber sie glaubt nicht, dass er den Mord begangen hat. Er hat ihr erzählt, dass er zwar mit Rebecca gestritten hat, dann aber abgehauen ist. Kann man jemandem, der so gelogen hat, jemals wieder auch irgendetwas glauben? Also ich würde sagen, ja. Aha. Ja, ich bin wirklich sehr für die Wahrheit, aber manchmal entwickelt sich so eine Lüge ja auch aus einem Missverständnis, zum Beispiel. Und plötzlich hat man Angst, etwas Kostbares zu verlieren, wenn man die Wahrheit sagt, zum Beispiel. Aha. Und was wollen Sie damit sagen, zum Beispiel? Naja, ich will damit sagen, dass Tim vielleicht in diesem Punkt nicht gelogen hat. Und wenn wir mal davon ausgehen, dann müssten wir die Spur, die zu dem Mordverdacht geführt hat, noch mal neu aufnehmen. Guten Abend, Herr Lahnstein. Wir möchten Sie noch einmal zu dem Mord an Rebecca Marino befragen. Habe eine Kollegin mitgebracht. Ja, also ich habe doch eigentlich alles gesagt. Sie hatten uns gegenüber ja zunächst eine falsche Aussage gemacht, weil Sie glaubten, Ihren Sohn gesehen zu haben. Was hat Sie eigentlich darauf gebracht?
War es die Statur des Täters oder ein Kleidungsstück? Wir bräuchten für unsere Ermittlung noch ein paar Anhaltspunkte. Ja, ich weiß nicht. Es tut mir leid. Sie haben gesehen, was da drüben passiert ist. Das muss schlimm gewesen sein. Ja, das war es auch. Das ist etwas, das wird man nicht mehr los. Ja. Hallo Mama. Ist ja eine Überraschung. Du siehst gut aus. Ja, ein bisschen dünn geworden. Wollen wir zusammen was essen? Ich kann nur schnell was machen. Nee, lass mal, ich hab schon. Ich hab vielleicht einen Verlag. Verbindungen der Liebe? Wechselspiele der Liebe. Morgen früh treffe ich jemanden. Drück mir die Daumen. Mach ich. Aber Mama, sei nicht enttäuscht, jetzt nicht gleich hinhaut. Nein, diesmal habe ich ein sehr gutes Gefühl. Oh, ich habe meine ganzen alten Manuskripte hervorgeholt. Vielleicht will er ja noch mehr lesen. Ich meine, wenn er so richtig begeistert ist. Sümpfe der Sehnsucht. Oh, war das nicht das Erste, was ich dir vorgelesen habe? Keine Ahnung, kann sein. Ah, ich glaube, da warst du so 8 Jahre alt. Aber du hast schon eine Menge verstanden damals. Mama, ich habe ein Problem. Ich bin auf dem Weg zu einer Verabredung. Ich beeil mich. Danke. Du hast da was im Auge. Echt? Ja, so ein Glitzern. Bist du verliebt? Ist noch total frisch. Aber du weißt schon, wie er heißt. Mann, Mama. Okay. Gut. Danke. Und seit der Grundschule. All die Jahre sind wir zusammen durch dick und dünn gegangen. Robert, du bist Mitte 50. Ja, und du auch. Du hast es mit den Nerven und kannst deswegen nicht mit raus zum Einsatz. Bin nun mal kein Held. Du hast es am Rücken, kannst deswegen nicht mal drinnen arbeiten. Lumbago, das haben viele. Robert, ich brauche Männer, die ich überall einsetzen kann. Männer, die fit sind. Männer, die darauf brennen, einen Kerl wie diesen Petzold knallhart zu verfolgen. Was ist mit meiner Fortbildung? Profiler, du wolltest meine Bewerbung unterstützen. Ausbildung dauert 5 Jahre. Bis dahin bist du ein Rentner, hast daran mal gedacht? Ja, aber ich muss nicht mehr raus und wenn ich Rückenschmerzen habe, ist es egal. Robert, du solltest aus gesundheitlichen Gründen den Dienst quittieren. Horst! Robert, in den nächsten Tagen musst du zum Amtsarzt, zum Arbeitsmedizinischen Dienst, zum Personalrat. Für diese Termine kannst du dir hier natürlich jederzeit frei nehmen. Du, ich soll dich übrigens von Giselle grüßen. Sind wir jetzt privat? Sie meint, du musst unbedingt mal wieder zu uns nach Hause kommen, hä? Zum Essen. Danke. Was hast du eigentlich mit deinen Haaren gemacht? Vertönt. Du. Nach 50 Haarwäschen ist das wieder draußen. Robert, ich hoffe, du nimmst es jetzt nicht persönlich. Hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Rein professionell, ja? Ja, natürlich. Du hast recht. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Für den Rücken. Ein Färber. Sie kennen das ja sicher alles. Na, hin und wieder muss auch ich noch mal nachschlagen. Sie sitzen immer noch an dem Fall? Ja. Rebecca war wahrscheinlich nicht alleine auf dem Dach. Es war noch jemand bei ihr. Ihr Mörder? Ist möglich. Hat Tim sich gemeldet? Nein. Wer ist denn dieser Horst? Frau Matuschat, nun sorgen Sie doch dafür, dass der Wandschmuck meines Vorgängers endlich abgenommen wird. Wie oft soll ich noch darum bitten? Wenn du was von Tim hörst, lass es mich wissen. Ja. Ich muss mich drauf verlassen können. Klar. Ohne Ehrlichkeit funktioniert gar nichts. Richtig. Ja. Bleiben Sie noch? Wenn Sie wollen. Okay, ich hau mal ab jetzt. Tschüss. Ich wollte es vorhin nicht so deutlich sagen. Tim Kronwold war in der Vergangenheit immer wieder in Drogendelikte verwickelt. Nur das Geld und die Beziehung seiner Eltern haben ihn immer wieder gerettet.
Was kann ich tun? Haben Sie Lust, mich zu begleiten? Ich habe in meiner ganzen Abteilung niemanden, der logisch denken kann. Laptop auf dem Schreibtisch. USB-Stick-Schublade hinten. Reisepass mittlere Schublade. Reisepass. Ich habe leider keinen Schlüssel. Ich habe Rebeccas Schlüssel. Ist das wirklich okay? Natürlich. Sie sind der Chef. Natürlich. Tim war hier, und zwar heimlich. Er muss was gesucht haben, von dem Jule nichts wissen durfte. Zum Beispiel Waffen, Drogen, Raubkopien, Falschgeld, Pornografie. Zum Beispiel. Also gut, fangen wir an. Nehmen wir Rebeccas Zimmer vor, gehen Sie in Jules Zimmer. Sie haben aber ein schönes Büro. Ja, schön ist es. Frau Mattuschat, bitte stellen Sie keine weiteren Gespräche durch. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Und, was gibt's Neues? Wie geht's dir, Jule? Ja, ganz okay. Ja, ich wollte mich bedanken. Das ist ein Buch über asiatische Nahkampftechniken. Als kleine Erinnerung an das Erlebnis in der Bootshalle. Oh, sehr nett. Sie kennen das ja sicher alles. Na, hin und wieder muss auch ich noch mal nachschlagen. Sie sitzen immer noch an dem Fall? Ja. Rebecca war wahrscheinlich nicht alleine auf dem Dach. Es war noch jemand bei ihr. Ihr Mörder? Ist möglich. Hat Tim sich gemeldet? Nein. Wer ist denn dieser Horst Hoff? Frau Mattuschat, nun sorgen Sie doch dafür, dass der Wandschmuck meines Vorgängers endlich abgenommen wird. Wie oft soll ich noch darum bitten? Behörden. Wenn du was von Tim hörst, lass es mich wissen. Ja. Ich muss mich drauf verlassen können. Klar. Ohne Ehrlichkeit funktioniert gar nichts. Richtig. Ja. Bleiben Sie noch? Wenn Sie wollen. Okay, ich hau mal ab jetzt. Tschüss. Ich wollte es vorhin nicht so deutlich sagen. Tim Kronwold war in der Vergangenheit immer wieder in Drogendelikte verwickelt. Nur das Geld und die Beziehung seiner Eltern haben ihn immer wieder gerettet. Was kann ich tun? Haben Sie Lust, mich zu begleiten? Ich habe in meiner ganzen Abteilung niemanden, der logisch denken kann. Laptop auf dem Schreibtisch. USB-Stick-Schublade hinten. Reisepass mittlere Schublade. Reisepass. Ich habe leider keinen Schlüssel. Ich habe Rebeccas Schlüssel. Ist das wirklich okay? Natürlich. Er ist hier. Petzold. Hinter mir. Im Scharol. Ihr müsst sofort mit allen verfügbaren Kräften hier. Ja. Meinen Sie den da? Schauen Sie nicht hin. Schauen Sie mich. Mein Gott. Ist das aufregend. Ja, das
finde ich auch. Alles durch den Hintereingang raus. Wir brauchen Verstärkung. Was machen wir mit den Leuten? Ihre Personalien auf. Abdehnen. Jetzt nee. Vorne raus. Vorne? Ja, als Erster. Ich habe euch angerufen. Oh Mann. Der Kerl ist weg. Ja. Ja, er ist weg. Ich verstehe das nicht. Das passiert mal. Danke. Warten Sie. Wir versuchen wir es nochmal. Morgen. Morgen, ja. Ja. Kameras aus dem Restaurant. Die Kriminaltechnik hat das gecheckt. Es ist Petzold eindeutig. Da sind die Kollegen in dem Chaos wohl etwas überfordert gewesen. Was kann Petzold da gewollt haben? Er wollte vermutlich gut essen. Das Essen ist sehr gut. Ich esse da einmal die Woche. Hallo. Hallo. Wenn einer von meinen Jungs gestern Abend da gesessen hätte, wo du saßt, dann hätte er mir Petzold heute Morgen zum Frühstück serviert. Ja, wenn er ihn erkannt hätte. Aber du saßt da. Und deswegen werden mir nur Rechnungen serviert. Über das Chaos, das dann gestern im Charol ausgebrochen ist. Immerhin habe ich die Situation so gelöst, dass niemand verletzt wurde. Ich bin begeistert. Extra viel Märchen. Bitteschön. Ludger, ich habe eine Frau kennengelernt und seitdem ist alles ganz anders. Vor allem auch ich. Ich bin plötzlich ganz anders. Größer, schöner, wärmer. Robert? Ruf Heiler. Du bist verrückt. Sag es. Bitte? Ich werde noch mal eingehend drüber nachdenken. Hast du Eisen? Robert! Ja, also nicht direkt, aber ich kann ihn deutlich sehen. Wir sind hier in der Rathauskuppel. Sucht gerade die Tür zu den Diensträumen zu knacken. Wo seid ihr? Ich denke, ihr seid längst hier. Aber das kann ich doch nicht machen. Das ist viel zu gefährlich. Hier sind sehr viele Leute, unter anderem auch ich. Sie sind festgenommen. Ja, ich. Okay. Okay. Langsam. Oh! Oh!
Das war ein Polizeieinsatz. Chérie, warum meldest du dich die ganze Zeit nicht bei mir? Verlieren, wenn man die Wahrheit sagt. Zum Beispiel. Aha. Und was wollen Sie damit sagen? Zum Beispiel? Naja, ich will damit sagen, dass Tim vielleicht in diesem Punkt nicht gelogen hat. Und wenn wir mal davon ausgehen, dann müssten wir die Spur, die zu dem Mordverdacht geführt hat, nochmal neu aufnehmen. Guten Abend, Herr Lahnstein. Wir möchten Sie noch einmal zu dem Mord an Rebecca Marino befragen. Aber eine Kollegin mitgebracht. Ja, also ich habe doch eigentlich alles gesagt. Sie hatten uns gegenüber ja zunächst eine falsche Aussage gemacht, weil Sie glaubten, Ihren Sohn gesehen zu haben. Was hat Sie eigentlich darauf gebracht? War es die Statur des Täters oder ein Kleidungsstück? Wir bräuchten für unsere Ermittlung noch ein paar Anhaltspunkte. Ja, ich weiß nicht. Es tut mir leid. Sie haben gesehen, was da drüben passiert ist. Das muss schlimm gewesen sein. Ja. Ja, das war es auch. Das ist etwas, das wird man nicht mehr los. Ja. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, Sie wollten mit Ihrer Aussage Ihren Sohn schützen. Es war falsch. Sie haben sich selber geschützt. Sie haben den Streit beobachtet. Vielleicht haben Sie wirklich gedacht, dass Ihr Sohn da drüben war und mit Rebecca streitet. Sie wussten ja von dem Verhältnis der beiden. Vielleicht wollten Sie sogar helfen, den Streit zu schlichten. Ja, das wollte ich. Als sie das Haus erreichten, war die Eingangstür offen. Sie gingen nach oben. Rebecca Marino war inzwischen alleine. Das verschaffte ihnen die Gelegenheit, ihr einmal zu sagen, was sie davon halten, dass eine junge Frau die Ehe ihres Sohnes zerstört. Ha! Ich habe wirklich nur an meine Enkelin gedacht. Ich wollte, dass sie nicht ihre Eltern verliert. Was geht sie das denn an? Die junge Frau war aber nicht in der Stimmung, sich Vorwürfe machen zu lassen. Sie war ja ohnehin noch aufgebracht von der Auseinandersetzung, die sie beobachtet hat. Ich will, dass du verschwindest. Dann ging alles ganz schnell. Horst! Fahr mich sofort zum Arzt! Oh, wenn ich nur nicht solche Schmerzen hätte. Fahr doch ein bisschen langsamer. Weißt du was, Horst? Ich brauche nur jemanden, der fest an mich glaubt. Das ist das ganze Geheimnis, wirklich. Petzold! Stopp! Bitte? Stopp! Das ist aber auch wirklich schwierig mit dir. Das war er. Der will ins Rathaus. Wir haben unsere Zeuge in deiner Dienstwohnung versteckt. Seine Ex Marion Hollmann. Der will die erledigen. Du musst ihn dir holen. Wieso oder nicht? Nun mach schon. Ich rufe Verstärkung. Sagtest du meine Bewerbung unterstützt? Ruf Heiler. Du bist verrückt. Sag es. Bitte? Ich werde noch mal eingehend drüber nachdenken. Hast du Eisen? Robert?
Ja, also nicht direkt, aber ich kann ihn deutlich sehen. Wir sind hier in der Rathauskuppel. Sucht gerade die Tür zu den Diensträumen zu knacken. Und wo seid ihr? Ich denke, ihr seid längst hier. Aber das kann ich doch nicht machen. Das ist viel zu gefährlich. Hier sind sehr viele Leute, unter anderem auch ich. Die zwei, danke schön. Bitte schön. Robert, ich bitte dich. Guck mal, der Umgang mit den Kollegen, der setzt dich einfach viel zu sehr unter Druck. Du bist doch psychisch gesehen schon ein Wrack. Ich meine, man kann auch sagen, kaputt. Aber wieso? Ich liebe meine Arbeit. Hey, Mordkommission? Hör bloß auf. Ich bin... Das ist Königsdisziplin. Robert, ich bitte dich, Mann. Das ist doch wirklich, ich meine, du bist doch wirklich auch nicht der Typ, der jetzt mit der Wumme rumläuft und hier groß einen auf Action macht und so weiter. Ich würde schon gerne mal mit den anderen rausfahren, aber wenn ich nur dran denke, dann kommt wieder diese Angst. Aber ich habe mich beworben. In deinem Alter. Wenn Hoff ein gutes Wort für mich einlegt und ich das Auswahlverfahren überstehe, dann kann ich mich zum Profiler ausbilden lassen. Du! Wäre ein Traum. Ich weiß nicht, also... Also ich bin ja bei der Leistungserschleichung auch sehr zufrieden. Komm doch zu uns, Robert. Wir können immer noch einen gebrauchen. Wir sind zurück. Und wie ist es gelaufen? Zeugin haben wir in letzter Minute gerettet. Petzold ist uns entwischt. Zeugin ist jetzt in einer Dienstwohnung. Haben wir durchs halbe Viertel gejagt. Der Chef wäre beinahe über den Haufen gefahren worden. Ja. Um ein Haar, jetzt mich voll gerissen. Robert, hast du es wieder am Rücken? Ja, ist. Hab mich da nach so einem Beweismittelordner gebückt und da hat es mich sowas von voll gerissen. Aha. Gut. Als Schriftstellerin erzähle ich von dem großen Moment der Liebe und den dramatischen Verwicklungen, die dieser Moment auslöst. Wechselspiele der Liebe habe ich den Roman deshalb auch genannt. So. Das wär's dann. Bitte. Hm? Ja, ja, sehr schön. Hm? Es ist dieser eine magische große Moment. Man sieht einander in die Augen und sieht im selben Moment doch noch viel mehr als nur die Augen. Es ist der Moment, in dem das Leben sich verändert. Man spürt das ganz genau. Es ist angsteinflößend und zugleich aufregend, beunruhigend und verlockend. Es macht 29,90. Ich bin nur drauf gekommen, weil Sie sagten, dass Sie für einen Verlag arbeiten. Und da dachte ich, pack die Gelegenheit mal beim Schopfe. Das Wechselgeld. Bitte schön. Ich habe das Manuskript dabei. Wenn Sie mögen, lesen Sie es mal und sagen mir, was Sie davon halten. Ob das, was ich mache, überhaupt eine Chance hat auf dem Buchmarkt. Ja, das mache ich gerne. Ja? Hier ist das. Ja, ich werde es gleich heute lesen. Glitzernd. Bist du verliebt? Ist doch total frisch. Aber du weißt schon, wie er heißt. Mann, Mama. Gut. Danke. Und seit der Grundschule. All die Jahre sind wir zusammen durch dick und dünn gegangen. Robert, du bist Mitte 50. Ja, und du auch. Du hast es mit den Nerven und kannst deswegen nicht mit raus zum Einsatz. Bin nun mal kein Held. Du hast es am Rücken, kannst deswegen nicht mal drinnen arbeiten. Lumbago, das haben viele. Robert, ich brauche Männer, die ich überall einsetzen kann. Männer, die fit sind. Männer, die darauf brennen, einen Kerl wie diesen Petzold knallhart zu verfolgen. Was ist mit meiner Fortbildung? Profiler, du wolltest meine Bewerbung unterstützen. Ausbildung dauert 5 Jahre. Bis dahin bist du ein Rentner, hast daran mal gedacht? Ja, aber ich muss nicht mehr raus und wenn ich Rückenschmerzen habe, ist es egal. Robert, du solltest aus gesundheitlichen Gründen den Dienst quittieren. Horst! Robert, in den nächsten Tagen musst du zum Amtsarzt, zum Arbeitsmedizinischen Dienst, zum Personalrat. Für diese Termine kannst du dir hier natürlich jederzeit frei nehmen. Du, ich soll dich übrigens von Giselle grüßen. Sind wir jetzt privat? Sie meint, du musst unbedingt mal wieder zu uns nach Hause kommen, hä? Zum Essen. Danke. Was hast du eigentlich mit deinen Haaren gemacht?
Vertönt. Du, nach 50 Haarwäschen ist das wieder draußen. Robert? Ich hoffe, du nimmst es jetzt nicht persönlich. Hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Rein professionell, ja? Ja, natürlich. Du hast recht. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Für den Rücken. Entfärber. Ich hatte eigentlich so eine romantische Liebesgeschichte erwartet von einem attraktiven Fotomodell und einem amerikanischen Multimillionär unter den Palmen der Karibik. Oder eben zumindest. Stattdessen lese ich etwas von einer manisch-depressiven Maschinenbauschlosserin, die sich in einen serbischen Kriegsverbrecher verliebt. Mhm. Ja, das hat mir eine Kundin erzählt. Sie war eigentlich bei der Sparkasse, aber ich dachte, ich gebe ihr einen anderen Beruf. Mhm, Maschinenbauschlosserin. Mhm. Und er war eigentlich auch kein Kriegsverbrecher, sondern ein verheirateter Anlageberater, mhm. Aber... Mhm. Er bringt sie um, mhm. flieht zu seiner Mutter, die als Leichenbeschauerin in Sofia wieder lebt. Fleht sie um Gnade an, aber sie ersticht ihn. Richtig. Wechselspiel. Ja, ich hab mich da nach so einem Beweismittelordner gebückt und da hat es mich sowas von voll gerissen. Aha. Kommt. Als Schriftstellerin erzähle ich von dem großen Moment der Liebe und den dramatischen Verwicklungen, die dieser Moment auslöst. Wechselspiele der Liebe habe ich den Roman deshalb auch genannt. So. Das wär's dann. Bitte. Hm? Ja, ja, sehr schön. Hm? Es ist dieser eine magische große Moment. Man sieht einander in die Augen und sieht im selben Moment doch noch viel mehr als nur die Augen. Es ist der Moment, in dem das Leben sich verändert. Man spürt das ganz genau. Es ist angsteinflößend und zugleich aufregend, beunruhigend und verlockend. Es macht 29,90. Ich bin nur drauf gekommen, weil Sie sagten, dass Sie für einen Verlag arbeiten. Und da dachte ich, pack die Gelegenheit mal beim Schopfe. Das Wechselgeld. Bitteschön. Ja, stimmt zu. Ich habe das Manuskript dabei. Wenn Sie mögen, lesen Sie es mal und sagen mir, was Sie davon halten. Ob das, was ich mache, überhaupt eine Chance hat auf dem Buchmarkt. Ja, das mache ich gerne. Ja? Hier ist das. Ja, ich werde es gleich heute lesen. Ja, das ist großartig. Danke. Kommen Sie doch morgen früh zu mir ins Hotel Nordstern. Da können wir zusammen frühstücken. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Ein Stück mitnehmen. Giselle hat diese Woche den Wagen. Ja, steig ruhig ein. Nur bis zur S-Bahn, ne? Ja, Giselle und ich, wir gehen heute Abend in ein Hip-Hop-Konzert. Schön. Ja. Ist kein Zuckerschlecken mit einer Frau, die 20 Jahre jünger ist. Sag ich dir. Hast du schon mal in meine Bewerbung reingeguckt, die Profiler-Ausbildung? Doch nicht jetzt. Jetzt sind wir privat. Komm damit morgen früh in mein Büro. Die Liebe mit all ihren Wechselspielen. Es ist dieser eine große magische Moment. Hast du das noch?